ein abendfüllendes Thema, auch ein unerfreuliches Thema, weil bei diesem Thema sofort die Emotionen an der Decke sind. Denn das Problem ist, wenn man die Sache neutral betrachtet, aus der Vogelperspektive analytisch, dann muss man sagen, die Politik Israels gegenüber den Palästinensern ist schlichtweg ein klarer Bruch aller möglichen Rechtsnormen. Israel hat nichts verloren in den 1967 eroberten Gebieten. Jede einzelne Siedlung, die dort gebaut wird, ist völkerrechtswidrig. Erzählen Sie das mal einem israelischen Politiker oder jemandem, der israelische Politik für gut und richtig findet. Da kommen dann sofort apologetische Wendungen der Sorte, ja, aber die Israelis können doch nicht Frieden schließen mit Terroristen. Wenn man dann diesen selben Leuten sagt, dass aber auch die Staatswerdung Israels einhergegangen ist mit Terror und Gewalt, wenn man darauf verweist, dass die Staatsgründung Israels einhergegangen ist mit der Vertreibung von rund der Hälfte der palästinensischen Bevölkerung und 800.000 Menschen, wenn Sie das machen, dann müssen Sie sich warm anziehen. Weil dann gibt es richtig, wie soll ich sagen, Stimmung. Ja? Sobald Sie, ich will aus eigener Erfahrung, sobald Sie in der Öffentlichkeit Kritisches, und zwar substantiiert Kritisches, über israelische Politik sagen, können Sie davon ausgehen, dass Sie mindestens 100 E-Mails am nächsten Tag in Ihrem Postfach finden. Viele davon des Inhaltes, vielen Dank, dass mal einer Klartext geredet hat, aber der andere Teil, ich will mal sagen, das ist dann schon, das ist fast schon, das, teilweise ist es schon justiziabel. Also da wird nicht lange gefackelt. Das Problem ist, dass die israelische Politik darauf hinausläuft, das Westjordanland sich kolonial anzueignen. Es geht darum, den Staat Israel auszuweiten bis an die Grenzen des Jordanflusses. Der Gazastreifen wird sich selber überlassen, ist abgeriegelt, wird in regelmäßigen Abständen niederkartätscht, egal wie viele Tote es dabei gibt. Das interessiert in der westlichen Politik niemanden. Die Vereinten Nationen sagen, dass 2020 der Gazastreifen gar nicht mehr bewohnt sein kann, weil es dort schlichtweg keine Ressourcen mehr gibt. Die Böden versalzen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dort Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt dort keine Jobs. Die Häuser sind kaputt. Die Menschen leben unter erbarmungswürdigsten Bedingungen, haben keine Perspektive, sind sich selber überlassen. Es wird keinen palästinensischen Staat geben, das ist amtlich. Es wird ihn nicht geben. Warum nicht? Weil die Ultranationalisten in Israel, die politisch den Ton angeben, aus ideologischen Gründen niemals das Westjordanland den Palästinensern überlassen werden. Aus ihrer Sicht ist das Westjordanland Judäa und Samaria, Teil des biblisch verheißenen Eretz Israel, jüdisches Land. Dass die Palästinenser da sind, naja gut, warum sind sie denn auch da? Die arabische Welt ist ja groß. Sollen sie noch in Irak auswandern oder in Sudan? Aber jedenfalls, das ist Eretz Israel. Und das Leben wird den Palästinensern zur Hölle gemacht im Westjordanland. Wer von ihnen mal dort war, sich mal Hebron angesehen hat, also wer das mal erlebt hat, der wird sehr, sehr nachdenklich. Das ist wirklich rational nicht mehr zu ergründen. Und das kann man eigentlich auch kaum vermitteln, was dort abgeht, weil wenn man das nicht selber gesehen hat, das glaubt einem keiner. Jedenfalls, wir haben jetzt den Wahlsieg Netanyahus in Israel. Netanyahu hat damit geworben, dass es unter seiner Führung keinen palästinensischen Staat geben wird. Da hat er auch nicht gelogen. Wird es nicht geben. Es wird diesen Staat nicht geben. Punkt, Ende der Durchsage. Jeder, der allen Ernstes noch Begriffe verwendet wie Friedensprozess, weiß entweder nicht, wovon er redet, oder er verkauft die Leute für dumm. Der Friedensprozess ist seit Jahrzehnten eine Fassade, die aufrechterhalten wird, um hinter dieser Fassade den israelischen Siedlungskolonialismus fortzusetzen, zu vertiefen und weiterhin so sehr Fakten zu schaffen, dass schlichtweg kein Land mehr bleibt für einen palästinensischen Staat. Die großen israelischen Siedlungsblöcke greifen so sehr rein in das Westjordanland, dass das Westjordanland mittlerweile in drei Teile unterteilt worden ist und sie kommen nicht mehr von einem Teil ins andere oder kaum noch, ohne israelisches Gebiet oder Siedlergebiet durchqueren zu müssen, was aber als Palästinenser kaum geht. Mit anderen Worten, es gibt kein palästinensischen Staat. Das ist amtlich. Nun könnte man ja als Palästinenser sagen, gut, dann verzichten wir auf unseren Staat. Wir wollen Bürger Groß Israels werden mit denselben Rechten und Pflichten wie die Israelis. Dann sind die Israelis ja nicht doof und haben jetzt die Ultranationalisten unter ihnen im November vorigen Jahres ein Gesetz verabschiedet. Die haben nämlich festgestellt, Israel ist ein jüdischer Staat. Da denkt man sich, naja gut, also das ist ja jetzt nicht so neu, diese Erkenntnis. Aber was ist damit gemeint? Die Idee dabei ist, Israel wird das Westjordanland umfassen. Das ist Eretz Israel, Judäa und Samaria. Aber es ist jüdisches Kernland. Und weil das Land uns gehört, den Juden, haben auch nur wir das Recht, etwas zu bestimmen in diesem unserem jüdischen Kernland. Ist ja logisch. Ist ja ein jüdisches Staat, ein jüdisches Land und nicht ein Multikulti-Land oder so etwas. Das bedeutet im Klartext, dass die Palästinenser, die Eingeborenen sozusagen, bitteschön akzeptieren mögen, dass in diesem jüdischen Staat sie auch nichts zu sagen haben. Sie können nicht ihre Bürgerrechte verlangen als Bürger dieses Groß-Israel, weil sie eben keine Juden sind.
Israel nennt sich Demokratie, ist aber auf bestem Weg, eine Ethnokratie zu werden, in der eine jüdische Minderheit zwischen Mittelmeer und Jordanfluss über eine nichtjüdische Mehrheit herrscht. Es gibt heute schon mehr Nichtjuden als Juden zwischen Mittelmeer und Jordanfluss. Da es keinerlei Perspektive gibt für die Palästinenser, ist doch klar, dass die Radikalisierung sich fortsetzen wird. Zwar bemüht sich die israelische Regierung nach Kräften, die Hamas gleichzusetzen mit dem Islamischen Staat, was völliger Blödsinn ist, aber man tut es. Und das ist gefährlich. Gleichzeitig wollen die Ultranationalisten Zugriff haben auf den Tempelberg, auf die Al-Aqsa-Moschee. Sie wollen dort beten. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel der Ultranationalisten. Wenn der Islamische Staat eines Tages auf die Idee kommen sollte, zu sagen, der Kampf um Jerusalem wird zur Glaubenssache für alle von uns, dann kann die ganze Sache sehr gefährlich werden. Sehr, sehr gefährlich werden. Wohin das Ganze führt, Allahu A'lam, sagen die Araber, Gott weiß es am besten. Keiner kann heute sagen, wie die Region des Nahen und Mittleren Ostens in einem Jahr, in zwei oder in fünf Jahren aussieht. Aber auf jeden Fall, es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben in Israel einen Ultranationalismus.